Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge Mafia 3. Ja, und heute geht es weiter. Das letzte Mal haben wir das große Riverboot versenkt und die beiden Mercanos hier in Gefahr gebracht, beziehungsweise fast umgebracht. Und wir verfolgen jetzt den Lou. Heute geht es weiter. Ziel auswählen. So. Und der Gute hat eine Waffe und die haben leider nur ein Messer. Eieieie. Die alte Zecke hier endlich mal erwischen. Mit seinem tundenfarbenen Jackett. So, komm weiter, 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 weiter. Ja, du kannst gleich nicht mehr. Du kannst gleich nicht mehr. Ja, du kannst. Und deine Waffe muss auch irgendwann mal leer sein. Gut verschnaufen ein bisschen. Ich muss mich bloß kurz. Lassen Sie mich! Scheiße! Sag mal, wie viel Schuss hat der denn in seiner Waffe? Das gibt's ja gar nicht. Trinken! Ich kann unter vier Augen regeln! Die komme ich jetzt an den ran. Jawohl, er zieht nach. Oh, shit, shit. Wow, 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 wow. An der Seite irgendwie hin. Ah, shit. Ah, fuck. Super knapp. Oh, ich glaube, ich schaffe das nicht. Mit dem bisschen Lebensenergie. Der muss da irgendwann mal nachladen. Winken. Lass mich das unter den Augen regeln. Wie viel Schuss hat er in seiner Waffe? Das gibt ja gar nicht. Hier habe ich kaum noch eine Chance. Und ich habe auch keine Arznei mehr. Oh, nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn. Jawohl! Jetzt haben wir ihn endlich. Hallo, Lou. Hör zu. Ich hab Geld. Du kannst es haben. Ich geb's dir. Aber lass mich leben. Deine Kohle interessiert mich. Scheiß. Ich hab ne kleine Message für deinen Bruder. Ja. Ich sag's einfach. Sag's mir. Senator Walter Jacobs starb heute Abend, als es an Bord eines Raddampfers zu einer Explosion kam. Auch der ortsansässige Geschäftsmann Louis Marcano und ein Dutzend wohlhabender Teilnehmer einer Spendengala kamen bei der Detonation und dem anschließenden Feuer ums Leben. Als Lincoln seine verstümmelte Leiche an der Statue von Andrew Jackson zur Schau stellte, waren die Leute entsetzt. Das war ein glasklares politisches Statement. Ja. Dieses dreimal verfluchte Stück Scheiße. Louis tot. Er war an der Andrew Jackson-Statue drüben im Frenchwort festgebunden. Ausgenommen und aufgeschlitzt wie ein Kabeljau. Großer Gott, Pop, sicher. Das war dieser gottverdammte Nigger Lincoln Clay. Wenn du deinen Job richtig gemacht hättest, würden wir jetzt nicht in der Scheiße stecken. Du warst dabei, wie ich ihn genau in den Kopf... Einmal! Du hast nur einmal geschossen! Verdammter Mist! Das ist genau die Scheiße, die mir noch gefehlt hat.
Holden ist tot. Jacobs ist tot. Herrgott nochmal. Ohne die zwei wird nie was aus dem Casino. Es sei denn, mir fällt noch etwas ein. Was ist mit dem Gouverneur? Wieso, was ist mit ihm? Der war immer ein großer Fan von uns. Wegen der Panutten, aber dafür hat er doch längst gezahlt. Aber ich hab die Bilder immer noch. Da braucht's ein bisschen mehr als ein paar Bilder, wie eine Schlampe besteigt, um ihn auf unsere Seite zu ziehen. Verstehst du? Viel mehr sogar. Oder wir rufen Leo Galante an und sagen nein, ihm... Nein, 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 scheiß auf ihn. Der einzige Grund, warum ich dieses Casino baue, ist, dass ich diese verdammten Wichser endlich los sein will. Wenn ich die Kommission reinhole, wollen die einen Anteil haben. Verdammte Scheiße. Geh, mach, dass du rauskommst, ich muss telefonieren. Ja. Leo! Ja, Sal. Wie geht's dir denn so? Ja, pass auf, ich hab da so ein kleines Anliegen. Ich hab versucht, den Teil von mir, der Lincoln helfen wollte, mit dem Teil, der geschworen hat, Jesus Christus zu folgen, zu versöhnen. Keine Chance. Wissen Sie was? Ich habe damals die Nachrichten gesehen und sah, dass sie Dr. King erschossen hatten. Ich erinnere mich, dass die Leute in den Straßen randaliert haben, weil sie sonst nichts mehr tun konnten. Und nebenan, im anderen Raum, rang Lincoln mit dem Tod. Vielleicht habe ich deshalb getan, was ich tat. Ah, hallo, wie geht's? Morgen früh wird die Stadt erfahren, dass ihr lieber Onkel Lou nicht da draußen in den Sümpfen gestorben ist, als sein Dampfer sank. Und nach Lous Tod wird Sal hektisch seinen nächsten Zug planen. Währenddessen übernehmen wir aber schon das Plauhaus, das Cistern und alle Puffs und Bars im French Ward. Ist ja nett, dass ich dir den halben Bezirk erobern soll, wirklich. Noch dazu, wo ich außen vor was halt für den Schlachter abserviert haben. Aber das große Geld macht nur, wer den ganzen Bezirk kontrolliert. Das hatten wir doch alle schon, Bruder. Du teilst die Geschäfte auf und vergibst dann hier den Bezirk. Aber diesmal muss deine Entscheidung auf mich fallen. Sonst haben wir ein Problem. Ist okay, dass dir wer anders den Bezirk gesichert hat. Ich war ja noch mit dem letzten beschäftigt. Aber jetzt übernehme ich gern noch dieses Viertel. Warte, bis sie die Iren in ihrem Viertel sehen. So, die nächste Bezirksverteilung steht an. Ja, und klar ist eigentlich... Du hast Richie Doucette gekriegt. Jetzt gib du mir, was ich will. Klar ist eigentlich, dass wir dieses Mal natürlich nicht Vito wiedernehmen können. Sondern einen von diesen beiden, ja? Wen du am Ende vom Tag auf deiner Seite haben willst, Junge. Bestechen, 2 Minuten, liebe Cops. Gib mir die Schlüssel. Teile, was du hast, Linker. Deine Munitionskapazität. Ja, ich gebe Cassandra das. Die Haitianer kriegen diesen Teil der Stadt. Draußen auf der Straße tust du so, als wüsstest du zu schätzen, dass wir den Arsch für dich hinhalten. Aber hier drin ist dir auf einmal alles egal. Da schmeißt du alles einfach über Bord. Na sowas. Burke hat eine beschissene Beschwerde. Tun wir alle so, als wären wir geschockt. Ich würde sagen, das war's für heute. Reden können wir später. Verschwinden wir. Ja gut, den nächsten Bezirk kriegt Burke dann natürlich. So. Da wollen wir mal schauen. Ein Gefallen haben wir jetzt gratis. Mal schauen, was hier als nächstes anliegt.
Schmuggler-Dock. Da können wir ja eigentlich mal gleich mal hinschauen, ne? Alles cool mit uns. Begib dich zum Schmuggler-Dock. Oh, der hat ja ganz gut Dampf hier. Wunderbar. Haben wir den dicken Lou endlich von der Bildfläche. Das ist schon mal gut. Und als nächsten großen müssen wir jetzt natürlich Sal Meccano langsam mal angehen. Ach, da unten ist das. Da haben wir ja das richtige Auto. Wie sieht das denn eigentlich mit unserer Munition aus? Das ist ganz gut. Gesundheit, das sieht nicht gut aus. Kommt hier jemand vorbei mit... Wir haben ja genug Geld. Wir mal ein bisschen was kaufen können. Ich habe quasi Bedarf an allem. Kannst du mir helfen? Bin im Bayou. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Ja, wunderbar. Das klappt doch wie angeschmuggelt hier. Brauchst du irgendwas? Okay, zeig, was du auf Lager hast. Geh sorgsam damit um. Munition. Sprengstoff. Molotow voll. So, Adrenalin, volles Rohr, schusssichere Weste nehmen wir natürlich auch. Adrenalinvorrat 3,3, okay, da können wir noch nichts machen hier. Okay, dann geht's los. Wir da jetzt? Moment, da sitzt einer drin, oder? Oh ja. Den kann man doch eigentlich auch so klar machen. Die andere Waffe nehmen hier. Das geht so nicht, das ist ja Schitte. Ist alles hier. Beweg deinen Arsch. Versuch's weiter, Schwanzlutscher. Vielleicht beim nächsten Mal. So. Ich bin festgenagelt! Jawohl! Da. Ist das richtige Boot? Ich hoffe doch. Einsteigen. Fahre zur Übergabestelle. Okay. Cool, mal schön mit dem Speedboot hier lang düsen. Auch nicht schlecht. Bin bald bei euch. Haltet die Augen offen. So Leute, Ladung ist in der Luft.
Okay, haben wir. Dass ich das irgendwie noch... Wie soll ich das denn jetzt einsammeln? Aussteigen oder was? Ah, Moment, da war eben... Da ins Boot klettern. Nee, wie soll ich die denn einsammeln hier? Ups. Ach so, das ist... Ach, einsammeln, alles klar. Er steigt nicht aus, alles klar. Okay. Okay, Doki. Eingesammelt. Also langsam kriegen wir das hin hier. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Das war's. Ja, gerne. Schön Gas geben hier. Oh, er hat aber richtig Speed drauf, das Teil. Da haben wir auch gleich unser Ziel erreicht hier. Ah ja, nicht so schnell. Boah, wie gekonnt, ne? Mein lieber Schwan. Genau hier abstellen, okay. Ah, jetzt haben wir einen LKW hier. Alles klar, okay. So, jetzt müssen wir das Gras zu Cassandra bringen. Oh, voll die Drogenlieferung hier. Ja, mein Lieber, und wenn euch das Gameplay gefällt, dann... Lasst doch bitte, sag ich immer wieder, damit ihr es nicht vergesst, lasst doch bitte einen Daumen da, ganz wichtig. Und abonnieren ist nach wie vor kostenlos. Ja, man soll es nicht glauben, aber abonnieren kostet nichts. Der hat aber einen Anzug wie eine Schnecke hier. Eieieiei. Das gut los mit unserem schönen Gras hier, nichts passiert. Hoffentlich werden wir nicht irgendwie angehalten von der Polizei. Das ist
ist hier aber der Bock fett, würde ich sagen. Ach, der kann nicht schneller. Da kann man hier auch mal schön das Hafengebiet... Oh, das war knapp. Hafengebiet auschecken. Na, kann man den überholen? Schub. Oh, oh. So, ich habe Vorfahrt. Fertig. Oh. Oh, jetzt bloß kein Umfahren hier. Nee, ich muss da rein, glaube ich, ne? Steig ich da ein. Da muss ich rein, okay. So, geh weg da. Nicht, dass ich hier noch jemanden umfahre und gleich kommt die Polizei. So. Okay. Graslieferung abgeschlossen. Sehr schön. So, meine Lieben. Wir haben wieder ordentlich Geld verdient, eine Trophäe erhalten. Was will man mehr? Der Schwarzhandel blüht. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs freundliche Zuschauen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, ja, dann lasst so viele Likes da, dass die Tasten glühen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Haut rein und eine schöne Woche. Ciao.